Ich habe in Deutschland eine Kultur gesehen, unter viele christliche Leute. Sie sagen, wenn jemand Christ ist, sich Christ nennt oder sagt, ja, ich glaube an Jesus, dann ist dieser Mensch ein Geschwister, ein Bruder, Schwester. Und wir sollen alle unter einem Dach kommen, zusammen loben, zusammen singen, zusammen Gemeinschaft haben, zusammen voneinander lernen. Keine Spaltungen. Wir sollen nicht etwas reden oder etwas diskutieren, das Spaltungen bringt. Ne? Und ich habe immer etwas darüber komisch gefunden. Das ist nicht richtig etwas. Als ich neu in Leipzig war, war ich in dieser internationale Hauskreis Leipzig. Das war von dieser indischer Pastor gegründet. Und in dieser Hauskreis gibt es auch diese Atmosphäre, gibt es auch diese Lehre, dass wir sollen nicht Spaltungen bringen, wir sollen alle einig sein, egal welche Konfession, egal welcher Hintergrund, egal welche Gemeinde. Und irgendwie, das klingt nicht richtig. Und ich möchte einfach dich fragen, was denkst du darüber? Was für eine Kultur ist das? Ja, das ist das, was wir als Ökumene bezeichnen, nicht wahr? Also, wenn man an Ökumene denkt, denkt man hauptsächlich daran, dass evangelische Kirche und katholische Kirche zusammen Gottesdienste feiern und so. Es geht eben darum, mit allen Konfessionen Gemeinschaft zu haben, zusammen Gottesdienst zu feiern, sich zu vereinigen. Und das ist wirklich der Geist des Antichristen, weil wir lesen in der Bibel, dass der Antichrist, wenn er erscheinen wird, dann werden alle ihn anbeten, er wird die ganze Welt vereinigen. Und es würde nicht einfach nur eine Weltregierung sein, sondern auch eine Weltreligion, weil alle eben ihn und das Bild anbeten müssen. Und wer es nicht tut, wird getötet werden. Das werden natürlich wahre Christen sein. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 4. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Also wir haben davon gehört, dass der Antichrist kommt in der Endzeit. Aber sein Geist ist jetzt schon in der Welt. Also wir sehen jetzt schon diesen Geist des Antichristen. Und das sieht man eben zum Beispiel in der Ökumene. Diese Vereinigung von sämtlichen Konfessionen. Da muss man sich wirklich fragen, okay, jemand, der sagt, er sei Christ, ist er wirklich Christ? Ich meine, Mormonen sagen, sie glauben an Jesus. Zeugen Jehovas sagen, sie glauben an Jesus. Pfingstler. Alle, die sich halt irgendwie Christ nennen. Ne? Aber sind die alle gerettet deswegen? Natürlich nicht, weil die meisten glauben an Werksgerechtigkeit und sind deswegen keine Christen, sondern eigentlich Ungläubige, weil wir sie, die wir mit dem wahren Evangelium erreichen wollen. Und wir können uns nicht mit ihnen vereinigen in eine Kirche. Ich meine, können wir ihre Freunde sein? Ja, natürlich. Ich meine, wir wollen sie erreichen mit dem Evangelium. Also wir wollen uns nicht mit Ungläubigen vereinen oder mit falschen Religionen vereinen, allgemein gesagt, in einer Kirche. Wir wollen nicht diese Ökumene, weil das ist der Geist des Antichristen, diese Vereinigung ohne Rücksicht auf das, was die Bibel sagt. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe in Gießen studiert, ein Semester Theologie, dann habe ich das abgebrochen. Aber ich kann mich erinnern, da gab es Leute, die wollten unbedingt, die fanden das ganz toll, diese Idee, ja, wir müssen doch alle eins werden als Christen. Wir sind alle so gespalten, wir müssen doch alle eins werden. Aber was bedeutet das überhaupt, eins zu werden als Christen? Weil zum Beispiel ist immer die Rede von der Kirche Christi, von dem Leib Christi. Aber ich würde sagen, es gibt mehrere Leiber Christi, weil es mehrere Kirchen gibt. Und viele Leute beziehen sich da gerne auf den Epheserbrief, wo eben von dem Leib die Rede ist. Aber das ist eben nicht der Brief an die Christenheit, sondern der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Es bezieht sich auf diese eine Gemeinde. Und es gibt mehrere Gemeinden, es gibt mehrere Kirchen. Und mit wem wollen wir uns versammeln? Mit Gläubigen, ja, mit Gläubigen, mit wiedergeborenen Christen. Und Jesus sagte, wir sollen alle einig werden, sagte irgendwann im Evangelium, ne? Ja. Ihr sollt einig sein. Und die Leute sagen, ja, guck mal, Jesus hat es gesagt, wir sollen alle einig sein. Was sagst du, was denkst du darüber? Ja, mir fällt zum Beispiel Johannes Kapitel 17 ein, wenn ich das jetzt auf die Schnelle hier finde. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also in diesem Gebet, das Jesus hier spricht, vor seiner Kreuzigung und auch vor der Gefangennahme, vor seinem Leiden, da drückt er seinen Wunsch aus, dass wir als Christen eins seien.
Aber was sagt er denn hier? Hier ist nicht die Rede irgendwie von Orthodoxen, von Katholiken, von Protestanten, die sich alle vereinigen sollen, sondern hier steht, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also die du mir gegeben hast. Das Ding ist, also das ist, hier geht es um Menschen, die gerettet sind, die zu Jesus Christus gehören, die Gottes Kinder sind. Dazu gehören leider nicht Katholiken. Leider nicht 99% der Protestanten. Leider nicht 99% der Pfingstler und so weiter. Ich meine, wir wollen aber, dass sie gerettet werden. Deswegen wollen wir eben nicht so tun, als sei alles in Ordnung. Wir sind doch alle Christen, wir sind doch alle Brüder und Schwestern. Nein, sind wir nicht. Wir wollen euch die Wahrheit sagen und euch zeigen, wie ihr wirklich in den Himmel kommt. Ich meine, ist das nicht heuchlerisch, zu sagen, wir sind alle Geschwister, wir wollen uns alle vereinigen, alles ist in Ordnung und es wird so als Liebe untereinander verkauft. Aber eigentlich hat es überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Weil wenn ich wirklich meinen Nächsten lieben will, dann will ich ihm die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit kann manchmal wehtun. Genau. Aber so ist das halt. Die Wahrheit bringt Spaltungen. Ja. Genau. Es gibt Unterschied zwischen was falsch ist, was richtig ist. Mhm. Und die Leute, die an die Wahrheit glauben, die gerettet sind, sie bringen eine Spaltung zwischen Irrlehre und was richtig ist. Ja. Genau. Und ich erinnere mich von dieser Stelle im Alten Testament, Daniel, es gibt Shadrach, Meshach, Abednego und der König sagt, sie sollen alle knien von dieser Statue. Ja. Und diese drei Menschen, sie sagen, nee, wir machen das nicht. Mhm. Und alle anderen Israeliten, sie waren einig. Sie haben gesagt, nee, wir knien. Wir wollen einfach gehorchen. Genau. Und die drei Leute sagen, nee, wir machen das nicht. Genau. Und was kann man sagen? Sie bringen Spaltungen. Ja, genau. Sie spalten die Christenheit. Sie spalten das Volk. Ja, gut so. Ich meine, sie haben das getan, was Gott will. Eben Gott treu zu sein. Ja. Gott loyal zu sein. Mhm. Loyal zum Wort Gottes zu stehen. Richtig. Und sich nicht vorm Antichristen niederzuwerfen. Mhm. Oder vor dem Geist des Antichristen. Weil das ist ja auch, was das symbolisiert, was wir in Daniel lesen, dass der König eben diese Statue von sich aufbauen lässt. Mhm. Das ist eben eine Prophetie auf den Antichristen, weil er eben auch ein Bild von sich machen lässt, das alle anbeten sollen und vor ihm alle niederfallen sollen. Und wir sollen das eben nicht. Und ja, das ruft Spaltung hervor, das werden die meisten nicht mögen. Ja, ja. Weil die meisten einfach nur auf Frieden ohne Rücksicht auf Verluste bedacht sind. Ja, ja. Aber das ist nicht richtig. Weil die Bibel sagt auch, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig. Also erstens rein, die Reinheit ist das Wichtigste. An zweiter Stelle kommt der Friede. Ja, wir wollen Frieden haben mit unseren Mitmenschen. Wir sollen nach dem Frieden trachten, wir sollen dem Frieden nachjagen, sagt die Bibel. Aber nicht, indem wir die Reinheit außen vor lassen. Also das heißt, bezogen auf unser Thema Ökumene, wir wollen uns eben nicht versammeln zum Gottesdienst mit sämtlichen anderen Konfessionen, von denen die meisten nicht gerettet sind. Das ist nicht richtig. Und Jesus hat auch gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oh. Also, Jesus ist nicht dazu gekommen, dass wir uns alle einfach so vereinigen. Komme, was wolle, egal wer, wir sind alle eins. Nein. Kumbaya. Jesus hat Spaltung gebracht, weil er hat die Wahrheit gebracht. Und die Wahrheit bringt Spaltung, wie du schon gesagt hast. Ich habe auch von Leuten gehört, von Christen, die evangelische Christen, die sagen, wir sollen einig mit Katholiken sein. Mhm. Sie sind auch Geschwister. Es gibt Leute, die sagen, damals, während der Reformation, das war nur ein Missverständnis. Aber wir sollen jetzt wieder zurückkommen, einig werden. Vor ein paar Jahren, es gab eine Veranstaltung hier in Leipzig. Es war eine katholische Kirchentag oder etwas. Und in diesem Stadion gab es eine Veranstaltung, wo viele Katholiken kommen und sie beten und sagen, Hail Mary, full of grace, etwas 1000, 2000 Mal sehr laut. Und ich wurde eingeladen von einer Freundin, sie evangelisch ist. Sie hat gesagt, wir gehen dort. Wir nehmen teil in dieser Veranstaltung und wenn jemand kommen möchte, kann uns gern zusammen gehen und Gott loben, preisen mit unseren katholischen Geschwister. Und ich habe gedacht, ach, nee, das ist falsch. Ja. Und was denkst du? Was,
meine, das ist so falsch auf so vielen Ebenen. Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich jetzt davon ansprechen soll. Aber ich meine, Gott zu loben, indem man Maria anbetet. Also Gott zu loben, indem ich Götzendienst betreibe. Ja, viel Spaß dabei. Ich meine, erstens das, und Jesus hat auch gesagt, dass man Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten muss. Also du kannst nicht Gott einfach irgendwie anbeten, so wie es dir gefällt, sondern du musst Gott in der Wahrheit anbeten. So wie es die Bibel uns sagt. Mhm. Und dazu gehört nicht, Maria anzubeten. Ja. Weil Maria spricht auch von Gott als von ihrem Retter. Mhm. Warum brauchte Maria einen Retter, wenn sie die Mutter Gottes ist und perfekt sündlos ist und sowieso ja, mhm. die gesündigt hat oder was auch immer. Also macht keinen Sinn. Und da sieht man auch, woher diese Ökumene kommt. Die kommt eigentlich von der katholischen Kirche. Richtig. Und es geht nicht darum, dass wir ja alle Gemeinschaft haben einfach und trotzdem unsere Unterschiede wahren, sondern eigentlich geht es darum, dass die verlorenen Schafe zu Mutterkirche zurückkehren, aus der katholischen Sicht. Und das wollen wir nicht, weil wir haben noch nie zur Mutterkirche gehört. Mhm. Wir waren noch nie in der katholischen Kirche. Wir sind unabhängig, wir sind Christen. Ja. Wir sind keine Katholiken. Richtig, es gibt auch diese Lehre der Mutter Gottes. Mhm. Etwas, das klingt auch wirklich sehr böse. Gott, ja, ich meine, ganz technisch gesehen könnte man sagen, okay, Jesus ist Gott, Maria ist seine Mutter, also ist sie die Mutter Gottes. Wenn man das unbedingt auf die Goldwaage legen will, ja, okay. Aber es klingt natürlich komisch. Ja. Und ich würde das einfach nicht nutzen, diesen Begriff, weil es so komisch klingt, weil dann kommt man auf die Idee, dass Gott irgendwie noch jemanden über sich hat. Mhm. Aber das stimmt natürlich nicht, sondern Maria ist genauso ein Mensch wie wir, ein sündhafter Mensch. Sie war nicht perfekt. Und sie wurde von Gott geschaffen. Und genauer gesagt könnte man auch sagen, Jesus hat sie geschaffen. Weil die Bibel sagt, dass Gott alles durch Jesus Christus geschaffen hat. Also sie ist natürlich nicht die Mutter Gottes, so wie das die katholische Kirche haben will. Und wenn das zur Ökumene gehört, Götzendienst zu betreiben und so weiter, na ja, dann bin ich raus. Also ich meine, spätestens dann, ich bin sowieso raus, spätestens dann. Es klingt natürlich gut, wenn jemand sagt, lass uns alle einig werden, zum Beispiel in einer Firma oder etwas, wenn wir sagen, lass uns einig arbeiten. Das klingt gut, natürlich, es gibt Vorteile, aber als Christen oder unter Gott, als Menschen vor Gott in dieser Welt, sollen wir einig werden? Sollen wir einig sein als sündige Menschen? Hier sagt Gott etwas in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk. Und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nicht davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Natürlich, wenn wir als eine örtliche Gemeinde irgendwo einig sind für Jesus, das ist gut. Aber Gott will das nicht, dass alle Menschen in dieser Welt einig werden. Mhm. Dann, es gibt keine Grenze für Sünde, Sünde, weißt du? Und in der Endzeit würde Antichrist das machen. Er würde alle Leute einig zusammen sammeln und er macht Krieg gegen Gott. Ja. Und Gott würde ihn zerstören. Genau, und deswegen müssen wir nicht, sollen wir nicht mit ungläubigen Menschen einig werden. Wir sollen sie für Jesus gewinnen, Seelen gewinnen, gehen, draußen gehen und nicht sie in die Gemeinde einladen und sagen, oh, wir machen keine Spaltungen, wir sind einig. Das ist falsch, glaube ich. Ja, vielleicht, also wie kann man dann in dem Kontext Johannes 17 verstehen, wo Jesus eben sagt, dass sie alle eins seien, wo Jesus sich wünscht, dass wir als Christen alle eins sind. Wie kann man das dann richtig verstehen? Weil hier hast du ja einen Vers vorgelesen, wo Gott uns eben sagt, dass er nicht will, dass alle Menschen vereinigt sind. Und deswegen hat Gott ja auch die Sprachen gegeben, um uns eben zu trennen. Beim Turmbau von Babel. Genau. Ja, also Gott hat verhindert, dass wir uns alle vereinigen. Also will Gott komplette Vereinigung? Nein, das ist der Geist des Antichristen. Ja. Das ist nicht der Geist Gottes. Richtig. Gott hat die Spaltung gebracht. Okay, aber wie kann man dann eben Johannes 17 verstehen, wenn wir alle eins sein sollen? Weil, also, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen mit Ökumene und so. Wir glauben, dass wir
als Christen eins sein sollen in unseren, zum einen in unseren örtlichen Gemeinden und zum anderen, klar, wollen wir den Frieden wahren. Und ja, es wird im Himmel eine große Gemeinde geben von allen jemals Geretteten. Aber das Ding ist, da werden eben keine Pseudochristen dabei sein, die ein falsches Evangelium geglaubt haben. Da werden nur Wiedergeborene dabei sein, die das richtige Evangelium geglaubt haben. Also im Himmel wird es diese eine Gemeinde geben, diese eine Versammlung. Aber man muss eben verstehen, was Kirche, was Gemeinde bedeutet. Das bedeutet Versammlung, Versammlung von Gläubigen. Und das liest man zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 25, wo die Bibel sagt, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen. Wir sollen uns eben regelmäßig versammeln. Aber das heißt eben physisch versammeln, vor Ort versammeln. Ich bin nicht versammelt mit allen Christen weltweit. Das ist einfach nicht der Fall. Also ich bin nicht in einer Kirche mit allen Christen. Oder mit allen, die sich irgendwie Christen nennen. Das stimmt nicht. Ich bin nur versammelt mit der Gemeinde, wo ich hingehe. Du bist nur versammelt mit der Gemeinde, wo du hingehst. Das ist eine physische Versammlung. Und wenn sich die Versammlung trennt, dann ist keine Kirche mehr. Also das ist eben die Einheit, die wir haben sollen. Einheit, Bruderschaft mit wiedergeborenen Christen und in den örtlichen Gemeinden. Weil ich glaube, ich habe das schon angesprochen mit dem Epheserbrief. Der richtet sich ja nicht an die gesamte Christenheit, sondern ist der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Genau. Also es geht um den Leib der Gemeinde Ephesus. Die sollen eins sein. Aber es gibt eben mehrere Leiber, würde ich sagen. Weil es eben mehrere Kirchen gibt. Ja. Du findest nirgendwo in der Bibel den Begriff die Kirche Gottes. Ja. Gibt's nicht. Ja. Es ist immer die Rede von Kirchen, von Gemeinden. Ja. Richtig.